Ein Kühlschrank, der bei jedem Öffnen ein Foto auf ihr Handy schickt und Vorschläge fürs Abendessen oder den Einkauf macht. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern Realität. Digitale und analoge Trends rund ums Kochen und Wohnen zeigt die weltgrößte Möbelmesse IMM Cologne zusammen mit der Küchenmesse Living Kitchen, die bis zum 25. Januar in Köln stattfindet. Besucher und Aussteller sind begeistert. Very good. Es gefällt mir sehr gut hier. Ich bekomme viele interessante und neue Ideen. Very interesting. Ich bin positiv beeindruckt. Die Stände sind unglaublich innovativ. Neue Dinge wieder auf dem Markt, die ich vor 2 Jahren noch nicht gesehen habe. Die Messe hat sich sehr stark entwickelt hin zu einer sehr guten, international bedeutsamen Plattform für die Branche. 150.000 Besucher aus aller Welt werden auf dem Messeduo erwartet. Sie sehen über 100.000 Möbel und Einrichtungsgegenstände. Ein Drittel davon sind Neuheiten. Und bunte Farben sind im Trend, sowie schwarz. Gemütlich soll es sein. Schön und schnörkellos modern. Und dieser Trend hat auch schon einen Namen. German Gemütlichkeit. Die Leute erleben diese schnelllebige Zeit im Internet. Updates nerven schon und man sucht Zeitbezug und Dinge, die schon mal da waren, Vertrautes und Bewährtes. So wie diese Stühle mit Großmutters Pelz. Der Hersteller verarbeitet ihre alten Fellschätze für zeitgemäßen und individualisierten Bedarf. Sinngemäß heißt der Stuhl dann auch Second Life. Die Natur spielt eine immer wichtigere Rolle. Die Blümchentapete von heute ist aus Moos. Auch ansonsten dominieren authentische Materialien wie Metall, Stein oder Holz. Der Trend ist, dass alles, was schon mal da war, schön ist und wiederkommt, allerdings neu interpretiert. Das heißt, die alten Klassiker im 3. Jahrtausend neu übersetzt. Das ist das große Thema auf dieser Möbelmesse. Nicht fehlen auf der Messe dürfen die Meister der Küche. Zahlreiche Sterneköche werden sich wieder in die Töpfe gucken lassen, wie 3-Sterne-Koch Dieter Müller oder TV-Star-Koch Johann Lafer, der hier eine interessante Abzugshaube vorstellt. Die meisten Leute haben immer Angst, wenn man hier ein Fleisch reinlegt. Ja, dann sieht man hier, dass das Fett immer auf die Platte spritzt. Und jetzt hier, bei diesem System hier vom Bohrer, ist perfekt. Beim Anbraten, da wird gleich das ganze Fett abgesaugt und geht also hier weg. Und ich kann so mein Fleisch wunderbar braten. Die Möbelindustrie in Deutschland ist seit 2014 wieder auf Wachstumskurs. Ein großer Verkaufsschlager sind Boxspringbetten, Küchen und technische Innovationen. Und mit der IMM Cologne und der Living Kitchen startet die Branche dynamisch ins neue Jahr und setzt Akzente weltweit.